Seit Elon Musk im vergangenen Jahr für einen zweistelligen Milliardenbetrag Twitter gekauft hat, gab es ja zahlreiche Veränderungen des Kurznachrichtendienstes. Und aktuell versucht er einen neuen Namen zu etablieren. Aus Twitter wird X. Auch der berühmte Twitter-Vogel ist in der Webversion bei den meisten schon verschwunden. Riesengroß prangt es an der Twitter-Zentrale in San Francisco. Das X, Englisch für X. Elon Musk macht ernst. Er verabschiedet sich von der Marke Twitter. Auf der Internetseite wurde das Vogel-Logo schon durch das X ersetzt und www.x.com leitet automatisch zu Twitter um. Und bald werden wir zur Marke Twitter Adieu sagen und nach zu all den Vögeln, schreibt Elon Musk und beerdigt damit eine weltweit bekannte Marke. Auf der Plattform diskutieren die Nutzer, einige machen sich lustig. Die Umweltorganisation NABU etwa setzt den Twitter-Vogel auf die rote Liste bedrohter Tierarten. Und andere fragen sich, welche Worte sollen künftig twittern und Tweet ersetzen? Für den Milliardär ist klar, Tweets sollen künftig Xe heißen. Erst im Herbst hatte Elon Musk nach langem Hin und Her Twitter gekauft, dann mehr als die Hälfte der Mitarbeiter entlassen, der Wert des Unternehmens fiel erheblich. Und er hatte behauptet, er wolle die Plattform in eine Everything-App, also eine Art Super-App, verwandeln, die mehrere Dienste anbietet. Ich denke, es geht weniger darum, Twitter neu zu erfinden, als vielmehr darum, eine Marke um Elon Musks aktuelles Imperium aufzubauen. Dazu gehört zum Beispiel SpaceX, wo das X etwas symbolisiert, das wir schon kennen. Es geht aus meiner Sicht darum, das jetzige Image von Twitter abzustreifen und zu versuchen, Twitter an den Erfolg von SpaceX als Marke anzudocken. Nicht nur Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX verwendet den Buchstaben, auch seine Elektroautomarke Tesla etwa hat ein Model X. Er möge den Buchstaben, sagt Elon Musk. Mal sehen, ob sich die Twitter-Nutzer auch daran gewöhnen können. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.